Ihr seid Mitglied von der Arbeitsgruppe, die im Rahmen des Projekts Voralpen 2030 vor rund einem Jahr eine Analyse von der Situation hat vorgenommen hat. Die Analyse ist jetzt abgeschlossen. Zu welcher Erkenntnis sind ihr gekommen? Also, die Expertengruppe ist ganz klar zur Schlussfolgerung gekommen, dass Bergbahnen im Kanton Freiburg eine Zukunft haben, dass Bergbahnen im Kanton Freiburg auch im Winter eine Zukunft haben, aber es müssen ganz klare Voraussetzungen geschaffen hat, damit sie in Zukunft erfolgreich weiter schaffen. Ich bin voll überzeugt, dass der Bericht, der jetzt da steht, der als Basis ist für die gesellschaftliche und politische Diskussion in Zukunft, dass das sehr wichtig ist und das hat der Staatsrat auch so bestätigt. Und welche Massnahmen könnt ihr jetzt konkret uns dann noch aus der Analyse ableiten? Alle Stationen müssen sich jetzt Gedanken machen, wie tun wir unsere Zukunft gestalten. Der Kanton muss einmal Basis schaffen. Was will er finanzieren? Was will er unterstützen? Das wird harte politische Diskussionen geben. Und das ist dann an den einzelnen Stationen zu wissen, wie man in Zukunft, was man in die Zukunft dort investieren will, welche Dienstleistungen will man anbieten. Und das ist jetzt die Aufgabe der einzelnen Stationen. Die Analyse hat jetzt rund ein Jahr in Anspruch genommen. Warum hat das ein Jahr gedauert? Ein Jahr ist eigentlich ist eine lange Zeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es eine kurze Zeit, weil die Arbeitsgruppe angefangen mit den Experten. Also zuerst haben die Experten ganz neutral ihre Analyse gemacht. Und dann sind die Akteure ins Spiel gekommen, also die Vertreter von der Bahnen. Und dann hat man analysiert, was kann man machen, gestützt auf die wissenschaftlichen Feststellungen von den Experten. Und das braucht Zeit, das braucht Reflexionen und darum ist es ein Jahr gegangen.